Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Airsoft-Video von mir. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir gucken uns mal eine etwas günstigere Airsoft-Pistole an, und zwar die P99 von Walter. Und so schaut der Karton von außen aus. Ja, mit dem Walter P99 Schriftlogo. Die Information, dass da noch ein 100-Schuss-Magazin dabei ist. Ja, die Energie ist unter 0,5 Joule. Wir haben ein Pop-up, das ist schon voreingestellt. Ja, ein 12-Schuss-Magazin und sogar eine 5-Sterne-Authentic-Replika. Wahnsinn! Ja, und von der Seite eigentlich die gleichen Informationen. Hier nochmal die Markings, also von Umarex. Ja, hier nochmal so ein bisschen Achtung, ist kein Spielzeug. Und ja, das war's zum Karton von außen. Dann schauen wir doch mal, was in dem Karton so alles drin ist. Ja, was liefert uns Walter bzw. Umarex? Die Pistole kommt von Umarex, aber Umarex und Walter ist ein und derselbe Laden. Was liefern die uns? Und zwar kommt einmal eine Bedienungsleitung zum Vorschein. Wir haben einmal die P99. Die schauen wir uns gleich noch mal im Detail an, und ich kann beim ersten Anfassen schon sagen, ja, vom Gewicht her schon ganz schön. Ja, vom Gewicht her. Dann haben wir da noch, ja, ein 100-Schuss-Magazin. Ist auch nicht so selbstverständlich, dass da ein zweites Magazin bei ist. Und ja, die üblichen Granatenkugeln, die können weg. So, das war's. Mehr ist da auch nicht drin. Mehr habe ich da auch nicht erwartet, was da drin sein könnte. Also, wir haben aber die Waffe selber, das Magazin, das ist schon drin, ein Ersatzmagazin mit 100 Schuss, und wir haben aber die Bedienungsanleitung und die Kugeln, die auf dem Boden liegen. Schauen wir uns mal die Markings an, und zwar haben wir hier oben auf dem Lauf, da steht Walter und P99, etwas weiter unten Energy, kleiner als 0,5 Joule, jawohl, so soll es auch sein. Dann weiter unten am Griff, da haben wir ebenfalls Walter stehen, und wenn wir die Waffe einmal umdrehen, dann sehen wir am Fake-Hülsenauswurf, da steht ebenfalls Walter und Kaliber 6mm BB. Und ebenfalls das Marking unten am Griff, auch Walter. Und was wir auch noch haben, ist tatsächlich unten am Magazin ebenfalls Walter und P99. Das gleiche haben wir auch bei dem 100-Schuss-Magazin. Dann schauen wir uns die Walter P99 mal im Detail an und wie sie so funktioniert. Und zwar handelt es sich um eine sogenannte Springer. Das heißt, man muss vor jedem Schuss muss man einmal den Schlitten nach hinten ziehen, um die Feder zu spannen, und erst dann kann man schießen. Aber auch nur einmal, denn danach müsst ihr das Ganze wiederholen. Also immer wieder Schlitten nach hinten, schießen, Schlitten nach hinten, schießen. Ja, dann gehen wir weiter. Dann haben wir hier die Sicherung. Das ist ein ganz kleiner Pinüppel, den muss man mit ganz spitzen Fingern einmal umdrehen. Wenn der so gerade ist, ich zeige das mal im Detail, wenn der so gerade ist, dann ist er gesichert. Wenn ich den einmal umdrehe, dann kann ich schießen. Ja, dann gehen wir mal weiter. Hier haben wir den Abzug, klar, sollte bekannt sein. Und ein beidseitiges Mag-Release. Das heißt, wir können, egal ob Links- oder Rechtshänder, können wir das Magazin entfernen. Und wir haben noch einen Schlittenfanghebel. Ja, wir haben einen Schlittenfanghebel, und der funktioniert sogar. Das ist der Hammer. Also ich bin tatsächlich positiv überrascht, und das zeige ich jetzt auch mal. So, safety first. Man weiß ja nie, der Schlittenfanghebel hat eigentlich die Funktion, sobald das Magazin leer ist, bleibt der Schlitten hinten stehen. Das heißt, der Schütze weiß, aha, das Ding ist leer. Man kann das Magazin auswerfen, neues Magazin rein,
Und wenn man dann den Schlittenfanghebel wieder nach unten drückt, wird automatisch eine Patrone in den Lauf geladen. So, das haben wir natürlich bei den BBs natürlich nicht. Ne? Das ist bei den Real Steel Guns, ist das so. Aber ihr seht, das Magazin ist leer. Da ist keine Kugel drin. Und wenn ich den Schlitten jetzt nach hinten ziehe, da bleibt er auch nach hinten. Und erst wenn ich den Schlittenfanghebel runterdrücke, schnackt auch der Schlitten wieder nach vorne. Wahnsinn. Ich bin echt überrascht. Jetzt ist übrigens die Waffe auch schussbereit, deswegen habe ich auch die Brille auf. Ne? Sicher ist sicher, man weiß nie. Und was auch noch bei der Waffe gut ist, hier vorne habt ihr einen roten Punkt. Das heißt, wenn der rote Punkt vorne draußen ist, dann seht ihr, die Waffe ist schussbereit. Wenn ich jetzt schieße, seht ihr, der rote Punkt ist weg. Also, ich bin tatsächlich positiv überrascht von der P99, mit wie vielen Details die hier aufwarten kann. Denn wenn ich euch den Preis verrate für das Teil, das ist echt der Hammer. Also knappe 24 Euro hat die gekostet. Also 24 Euro für eine Waffe mit einem funktionierenden Schlittenfanghebel, ja, mit einem 100 Schuss Zweitmagazin, Wahnsinn. Und sogar noch ein Indikator, der euch anzeigt, hey, die Waffe ist geladen, Vorsicht. Finde ich nicht schlecht. Aber genau, jetzt gucken wir uns mal die Magazine an, wie man die Dinger lädt und warum das 100 Schuss Magazin vielleicht so ein kleines bisschen fake ist. Dann wollen wir mal die Magazine laden. Und zwar fange ich an mit dem 12 Schuss Magazin. Und da fällt mir auch direkt etwas auf, wenn ich das mit dem 100er vergleiche. Wir haben hier vorne eine Feder mit dem Zubringer. Die können wir hier unten einhaken. Und man sieht auch, wie viele Kugeln hier schon drin sind. Das sieht man hier nicht. Hier ist nichts. Hier kann man keine Feder runterdrücken. Man hat hier oben nur dieses eine Loch und da müssen halt die Kugeln rein. Und das Ganze probiere ich jetzt mal mit dem Speedloader. So, wer sich dafür interessiert, da habe ich auch ein Video für zu gemacht. Das verlinke ich euch mal. So, da könnt ihr nämlich wunderbar einfach den Speedloader befüllen. Das nur so als Tipp. Genau, so, da oben das kleine Loch. Ich guck mal, ob ich das hier mit dem Speedloader hinkriege. Das ist natürlich eine kleine Fummelsarbeit. Ein bisschen hakelig, aber es funktioniert. Das Problem ist allerdings, besteht natürlich auch die Gefahr, dass man das Magazin überfüllt. Ne? Weil ich weiß jetzt nicht, wie viele BBs da jetzt schon drin sind, aber ich glaube, das Maximum ist schon erreicht, weil hier passen nur 12 Stück rein. Deswegen, da höre ich jetzt mal auf. Ja, ich zeige euch nochmal im Detail, warum das Magazin so schwer ist. Hier ist nämlich ein Metallstück drin. Hier in dem Detailfoto, da könnt ihr das einmal sehen. Genau, also es ist nicht irgendwie, weil es qualitativ hochwertig ist. Nein, es ist, weil dort Metall drin ist. Ja, das 12-Schuss-Magazin haben wir jetzt befüllt. Jetzt nehmen wir uns das 100er-Schuss-Magazin vor. Und zwar geht das etwas einfacher. Das 100er Schussmagazin hat nämlich hier hinten eine Klappe. Die muss man einfach aufmachen und da kann man die Kugeln einfüllen. So, mache ich das doch mal. Ja. Ach, da ist noch. Ah, ja, man kann erst die erste Kammer und dann ist hier natürlich so ein, ja, so ein Stabilisierungsstift ist dazwischen. Oh, der macht es einen echt schwer. Das heißt, man muss die ein bisschen runter rütteln. Dann kann man den nächsten einfüllen. So, und jetzt sind beide Kammern voll. Jetzt kann ich Klappe zumachen. Ja, und warum ist das 100er Schussmagazin jetzt so, ja, so ein bisschen fake? Ganz einfach, weil, um jetzt die Kugeln hier nach oben zu befördern, muss ich einmal den Stift nach unten drücken. Und jetzt kommt's. Ich muss einmal rütteln und schütteln. Das funktioniert hier.
Ja, ich glaube, es hat funktioniert. So, jetzt sieht man, jetzt habe ich durch Rütteln und Schütteln habe ich da ein paar BBs reingekriegt. Ich guck mal. Ja, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 Stück. Wow. Und das Problem ist, wenn ich die 13 Stück jetzt verschossen habe, dann muss ich das Magazin wieder rausnehmen, muss wieder den Stift nach unten drücken, muss wieder im Magazin rütteln, ja, Stift wieder zurück, Magazin rein und ich kann weiter schießen. Also ist dieses 100er Schuss Magazin eher so ein bisschen, ja, deswegen sage ich fake, weil man kann nicht 100 Schuss auf einmal verschießen, ne? Also 100 Mal erst repetieren und schießen, sondern man muss zwischendurch das Magazin rausnehmen, einmal schütteln und dann wieder rein. Also so semi. Ja, die Funktion, also ihr seht, die Kugeln, zeige ich euch mal im Detail, die sind so wie Kraut und Rüben, so sollten sie eigentlich nicht sein. Ja, gut, aber egal, wollen wir mal nicht motzen, zwei Magazine, ne, und ich sag ja, 24 Euro hat das Ding gekostet, ist schon nicht schlecht und ich würde sagen, ich lasse jetzt mal die 020er BBs drin und dann gehen wir mal zum Kronen und dann krone ich die erstmal mit 020er und dann mit 012er, weil 012er waren auch mitgeliefert. Ich schau mal, was das so gibt. So, ein paar Zahlen, Daten und Fakten dürfen natürlich auch nicht fehlen. Diese Waffe wiegt schussbereit ca. 382 Gramm. Ja, wo das Gewicht herkommt, habt ihr ja schon gesehen. Ja, lang ist sie ca. 18 cm und eine Höhe von 13,5 cm. Also sie liegt auch recht gut in der Hand. Magazinkapazität, das Magazin, was schon drin ist, 12 Schuss. Ja, fake. 100 Schuss natürlich. Ja, kostet 24 Euro, so um 24 Euro rum. Es gibt die auch noch in einem komplett schwarzen Design. Da ist das, glaube ich, noch einen Tacken günstiger. Ich glaube, noch 1 Euro, dann kostet die so 23 Euro. Ja, gekront wurde sie mit 0,2 BBs auf 0,3 Joule und so circa 55 Meter die Sekunde. Wenn ich die Original 0,12 Gramm BBs benutze, dann habe ich 0,3 bis 0,35 Joule, je nachdem, und so um die 76 Meter die Sekunde. Also eigentlich schon ganz brauchbare Werte.
Ja, dafür, dass die Waffe echt nur 24 Euro kostet, mit einem funktionierenden Schlittenfanghebel, einem zweiten Magazin, den geladenen Indikator, nennt man das Ding so, keine Ahnung. Auf jeden Fall wird es angezeigt, wenn die Waffe schussbereit ist. Also ich muss sagen, ich bin echt positiv überrascht. Ja, stellt sich die Frage, ist das eine Anfängerwaffe? Kann man diese Waffe kaufen, um richtig mit Software anzufangen? Ich sage ganz klar, nein. Nee, weil es ist eine Springer, das heißt, nach jedem Schuss, also vor jedem Schuss, müsst ihr den Schlitten einmal vor- und zurückziehen. Ihr seid damit unendlich langsam. Ihr habt ein 12-Schuss-Magazin. Das ist, ja gut, bei dem Springer, das dauert, bis das leer ist. Aber normalerweise ein 12-Schuss-Magazin macht eigentlich auch nicht so wirklich Sinn. Ja, die Reichweite ist auch bescheiden und die Qualität, also auch wenn es stabil erscheint, gebe ich der Waffe nicht allzu lange. Ja, weil es ist tatsächlich alles aus Plastik und nee. Also eine Anfängerwaffe ist es nicht. Wofür kann man die nehmen? Ganz einfach, wenn man mal an einem verregneten Sonntag nicht weiß, was man machen soll. Man hat keinen Bock, in seine AEP einen Akku einzulegen und dann festzustellen, Mist, der Akku muss auch geladen werden. Oder ihr müsst eine Gassoftware mit Gas füllen oder eine CO2-Kapsel einfüllen, um dann mal eben im Keller ein bisschen rumzuschießen. So füllt ihr 12 Schuss rein. Eben kurz 12 Schuss weg auf eine Zielscheibe oder auf irgendwelche anderen Ziele. Ja, und dann ist wieder gut. So, also man braucht keine Vorbereitung. Dafür ist diese Waffe eigentlich geeignet. Oder als Gag auf dem Spielfeld. Einfach mal eine Runde mit dem Ding. Oder ihr macht mal eine Pause mit Kollegen. Also nur so eine Runde mit Springern. Ja, dafür ist das Ding geeignet. Ne? Aber für mehr auch nicht. Also ernsthaft, damit Software zu spielen, nein, auf gar keinen Fall, kann ich euch nicht empfehlen. Aus Spaß und Jux und Dollerei, wie schon eben gesagt, ne, ein paar Schuss im Keller abzugeben, jo, dafür kann man die 24 Euro gerne ausgeben. Ja, aber mehr auch nicht. Ja, das war's, das war mein Review zu der Walther P99 Springer. Wenn es euch gefallen hat, dann Daumen hoch da lassen und nicht vergessen, meinen Kanal abonnieren. Genau. Und ich sag da mal, bis demnächst. Macht's gut.